Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zur Tomb Raider 1. Wir haben beim letzten Mal hier aufgehört, als wir die zweite Tür geöffnet haben und, naja, mehrfach an dem Fliegeviech gescheitert sind. Also gegenüber den Schaltern natürlich, ne? Und ja. Jetzt versuche ich mich gerade erfolgreich da wieder hin zu manövrieren zu der Stelle, wo ich jetzt hin muss. Und hätte ich das gewusst, hätte ich vorher den Schalter und dann den hier gemacht. Aber ich glaube, das läuft hier aufs selbe hinaus. Also vom, was man hätte machen, tun können und was man macht am Ende. Okay, gut, Leute. Aber wie dem auch sei, wir klettern ja hier nicht aus Spaß und Jux und Tollerei hier rum, sondern in erster Linie, um voranzukommen. So, was ich mal eben mache. Ich speichere in letzter Zeit sehr oft. Ich muss mal gucken, dass ich irgendwo einen Abschnitt finde, wo ich weniger oft speichere. Damit ich halt nicht nachher über die 300 Saves gehe. Okay, weiter reinschieben geht nicht. Aber rausziehen geht ja auch nicht. Oder? Ah, doch. Also nicht rausziehen, aber rausschieben. Das sieht schon wieder verdächtig nach Falle aus, aber ich bin ja vorbereitet, mehr oder weniger. Und zwar in der Hinsicht, dass ich halt schon weiß, was auf mich zukommt. Okay. Ja, sehr schön. Er hat den Winkel, wo ich ihn treffe, aber er mich nicht trifft. Träumchen. Man sieht auch noch so die, ja, Explosionsanimationen, wie sie halt damals auch aussah, einfach bei den Spielen. Ich finde es Träumchen. Weil so sieht man grandioserweise auch einfach, okay, das Spiel ist zwar schon etwas älter, aber es ist immer noch gut. Und ich bleibe dabei, solange man es immer noch auf Plattformen spielen kann, wie PC, Konsole und Co., sofern es halt immer
ja, ich sag mal so, auf dem Laufenden gehalten wird, mehr oder minder, finde ich das prima. Ich sag mal so, mit der mit Neuauflagen liegt man ja auch nie verkehrt, ne? Man kennt es ja. Gibt ja auch einige, ne? Aber was halt cool wäre oder ist, sind halt ja auch immer die allseits bekannten Remastered-Versionen, wo einfach das alte Spiel genommen wird und für neue Systeme rekonfiguriert wird. Also von wegen, ja, hier, ihr könnt das jetzt wieder auf euren PCs, Konsolen und Co. spielen. Halt das alte Spiel in neuen Glanz. Und da würde es mir sogar nichts ausmachen. Also klar, Textur und so könnte und dürfte ruhig modernisiert werden, zum Beispiel. Aber bei diesem Spiel würde ich mir wünschen, dass man zum Beispiel, wenn man es modernisiert, sich einfach sagt, okay, der Rest bleibt wie er ist. Ne? Was war das? Was habe ich da gemacht? Warum? Warum habe ich das gemacht? Damit ich das hier nochmal machen darf, ne? Okay. Okay. So passiert das halt mal, ne? So. Sowas wie eine Art Centaur ist das ja. Okay, er schießt nicht auf uns, aber wir können die ganze Zeit auf ihn draufhalten. Das finde ich ist gerade so das Praktischste daran. So. Hallo, jetzt sammelt das doch ein, Lara. Träumchen. Also.
Super. Gut. Dann können wir auch die Pistole wechseln, damit die Animation abbricht. So. Und jetzt gucken wir mal. Das ist offen. Ich speichere jetzt, weil aller spätestens jetzt sollte ja nicht mehr viel passieren gerade. Okay. Grandios, wir müssen wahrscheinlich runter. Okay. Wir sollten uns noch ein bisschen umgucken. Bin nämlich der Meinung, gerade Heilung gesehen zu haben. Und ich darf hier echt nichts liegen lassen, ist halt der Witz. Oder die Ironie daran, eher. Okay, Leute, ich brauche mal ganz kurz die Kamera. Irgendwie sehe ich das jetzt wieder nicht mehr, das Medipack, was ich eben sah. Gut, dann tauchen wir wieder runter. Das sah ich von hier aus. Aber wahrscheinlich klippte das irgendwo wieder durch. Okay, wo soll ich hin? Wieder an die Oberfläche, okay. Ah. Ist das ein Hebel? Moment, das heißt vielleicht ist gegenüber bei dem anderen. Oder auch nicht. Halt, da
da sehe ich wieder durchklippen. Ja, okay, das ist im Kopf irgendwie drinne. I don't know. Ich weiß nicht warum. Okay, oder ich sollte vielleicht erstmal da hinten hin schwimmen. Weil da sieht es ganz stark nach, hier kann es längs aus. Okay. Okay, das ist eher, dass ich hier wieder rauskomme, habe ich das Gefühl. Oh Mann, ey. Langsam wird es aber auch anstrengend, ne? Okay. So oder so, ich muss da irgendwie irgendwas machen. Okay, ich suche mal ein bisschen und dann komme ich gleich wieder zurück. Von daher, bis gleich. Okay, ich glaube, ich habe was gefunden. Ich muss nur kurz nochmal Luft holen, weil ich gerade echt lange unten war. So. Und zwar können wir bei... Ich glaube bei beiden Statuen, ich gucke jetzt aber erstmal bei der einen, schwürzen den Beinen, also schwürzen den Füßen durch, in so einen kleinen Hohlraum. Ich hoffe, dass das jetzt nicht nur Deko war. Hier ist auch nochmal. Ah, hier ist ein Hebel. Okay, wir können hier tatsächlich raus. Supi. Autsch. Autsch, Autsch, Autsch. Okay. Wenn man einfach falsch springt, weil das Spiel sich so sagt, ach so, er drückt ja seitlich. Oh Mann. Ich wollte halt nur die Richtung gleich anpassen im Sprung, aber das ist, glaube ich, nicht so schlau. So passt das auch. Okay, sind das wirklich drei? Ich bin mir nicht sicher. Aber es muss funktionieren, ist das Problem. Es hat funktioniert. Okay. So. Was zum Teufel? Okay, Leute. Ich speichere jetzt doch noch einmal, weil ich bin nicht sicher bin, was da gerade um der Ecke auf uns lauert.
Okay. Es sind diese Statuen, die auf uns lauern. Jetzt habe ich nur leider ein Problem. Ja, das war klar. Ich wechsle direkt schon auf die Waffen. Super, ich kann es trotzdem aufheben, weil ich einfach gesehen habe, dass es da ist. Das ist ja auch ein Träumchen. Okay, gut. Das nächste Problem, was ich habe, ist ja. Super. Lara, kletterst du bitte? Oh Mann. Ja gut, ich würde sagen, dann habe ich wieder gefailt und muss es gleich nochmal machen. Oh, oder auch nicht, weil wir einfach hochgesteppt werden. Okay, gut. Ich brauche die Kamera, Leute, es tut mir leid. Weil ich muss jedes Mal, um die Kamera zu bewegen, ja, wenn ich hier, ihr wisst schon, die Taste kurz gedrückt halten. Ich glaube, am besten springe ich mal von oben ins Wasser. Und das war jetzt gefailed. Na gut. Ich hab's ja schon erahnt gehabt. Von daher ist es halt so schlimm. Scheibengleister. Ah, wenn man halt die Waffen noch ausgerüstet hat und nicht dran denkt. Und vor allem, dass sie auch nicht hüpft. Komm, 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 schon, erledige ihn. Okay, diesmal speichere ich doch lieber noch mal hier ab. Auch wenn das echt nicht weit ist, aber ja.
Okay, hier gibt es anscheinend eine Art Safe-Spot. Will mir das Spiel irgendwas damit sagen? Zum Beispiel von wegen bleib oben. Oder sowas in der Art. Ich weiß es ja nicht. Ich brauche nochmal die Kamera, Leute. Es tut mir leid. Das sind weitaus mehr als drei. Okay. Das auch nicht. Da ist auch kein Wasser. Ich komme da schon noch irgendwie runter. Ja, okay. Ich komme da noch runter. Achtung. Sogar mit Stil. Wenn man es dann hinkriegt. Okay, das war's auch nicht. Hä? Ja, wo soll ich denn stattdessen hin? Kann ich hier irgendwie hin? Tatsächlich, da hätte ich hingekonnt. Wahrscheinlich auch mit etwas weniger Schaden, gehe ich mal von aus. Ja, okay. Okay, Hebel. So, jetzt können wir bei den anderen durch. Die Füße. Okay. Ja, ich speichere wieder sehr oft, ich weiß. Man könnte eigentlich schon wieder fast sagen, ich speichere auch unbegründet. Ach, okay, hier kommen wir jetzt raus, oder wie? Mal sehen. Wir sammeln das ein. Und das geht auf. Wir speichern. Und das war mir so klar, dass hier wieder Gott um die Welt herum hüpft. Okay.
13, 15. Mit dem einen von den Kleinen. Heilige. Oder eher Unheilige, ich weiß es nicht. Hallo. Okay, jetzt brauchen wir eins der Großen. Okay. Oh, warte mal, ich habe ein Haar im Ohr, was mich kitzelt. Das ist Frechheit. So. Okay. Okay, übertreib halt. Hier habe ich aber auch einfach zu viel Lebensregenerationsdinger und die wollen einen quasi den Rest wegholen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich es jetzt geschafft. Und kann das endlich aufschießen. Es ist ein Träumchen. Warte, nur um dann hier nochmal eins zu kriegen. Wir sind noch nicht, noch lange dicht durch, habe ich das Gefühl. Oder? Oder? Das sieht mir wieder nach Falle. Aha, da ist auch jemand. Okay. Dann speichere ich doch noch einmal. Und Leute, ob ihr es glaubt oder nicht, der Part ist wieder mal rum. Wir sehen und hören uns einfach beim nächsten Mal wieder. Und von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein. Habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Stars. Haut rein und ciao. Tschüss.